Willkommen, Leute. Crossout. Crossout geht weiter. Und der Grave ist mal wieder mit an Bord. Und heute oder jetzt werden wir mal eine Runde PvE wollten wir spielen, ne? Ihr seht bestimmt jetzt hier unten dieses Free for All. Das ist neu dazugekommen. Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich noch kein Level 10 bin. Ich weiß noch gar nicht irgendwie, was man da machen muss. Man kann diese 15 Coins, die man hier hat, ausgeben und kann 100 Coins gewinnen. Ich glaube, da muss man aber Erster werden, glaube ich, ne? Wahrscheinlich, ja. Das ist, glaube ich, sowas wie Last Man Standing, denke ich mal. So sieht das aus. Ja. Egal, wow. Wir wollten PvE spielen. PvE habe ich gesagt, ne? PvE, und dann werden wir einfach mal hier die Runde starten. Ich hoffe, das geht auch sofort los. Steht 10 Sekunden. Mein Fahrzeug hat keine Kampferfahrung bis jetzt. Ja, du hast ja an deinem Auto rumgeschraubt. Komplett umgebaut. Autsch. Komplett. Gucken. Neue Erfindung. Grave ist übrigens jetzt über die zwei. Boah, da ist einer mit 4600. Der Grave hat 2248 Power Score. Ich bin immer noch mal meinen alten 1900. Ich habe nichts dran geändert bisher. Wo bist du denn? Hast du so ein hohes. Wo stehst du? Neben dir. Ach, da. Gut, gut. Gar nicht mal so schlecht. Aber du hast ja die Reifen. Du hast ja die großen Reifen. Die habe ich nicht. Ich habe immer noch keine frei spielen können. Du musst ihn protecten. Ja, ich habe gemerkt, dass Protect dran steht. Ach scheiße, ich habe die falsche Kanone drauf für PvE. Total die falsche Kanone. Ich komme einfach jetzt hier. Ich muss noch mal was ändern nachher. Ich muss die lenkenden Reifen noch mal woanders hin machen. Ich würde gerne ein paar lenkenden Reifen. Wir müssen eigentlich noch mal Get the Wheels spielen. Ich muss unbedingt ein paar Reifen haben. Das geht mir voll auf die Eier, mit diesen blöden Scheißreifen rumzufahren. Die sind zwar super. Also gut, sieht gut aus, das Fahrzeug. Gefällt mir. Da kommen welche. Kaputt. Defending successful. Wo geht's lang? Der fährt zwar in die Richtung, aber es muss nicht sein, dass es da ist. Na, ich fahr durch den Moment. Oh, ja, wo weiß er das denn bitte? Ich glaube, das war geraten. Ja, intuitiv. Das ist alles so hässlich, was der gebaut hat. Das ist ultra hässlich. Das ist aber der, glaube ich, dieser Paradoxok, ne? 73. Ne, das ist der Dark LG. Achso, okay. Oder? Ne, doch. Paradoxok. Paradoxok. So ein Kok. Kokring. Wem schießen die? Ach, da. Da war gerade einer. Boah, wie viele! Shit. Alter Schwede, ich habe mich, glaube ich, nicht eingekillt. Doch, einen, ja. Einen einzigen. Aber ich habe die falsche Kanone drauf. Für PvE, also wenn man damit richtig gut umgehen kann, ist die okay, aber ansonsten. Alter, da kommen die Kamikaze-Typen hier mit Bohrern und so Scheiße. Dann noch zwei Schuss mit der großen Kanone. Die sind natürlich nicht so schlau. Das Teil ist so hässlich. Unglaublich. Aber es ist verdammt hart, ne? Guck mal, was das für ein Teil ist, ey. Er hat auch da Autokanonen drauf, das vier Stück. Die Frage ist ja auch. Okay, die Frage ist ja auch, diese Rohre, die er da verbaut hat, wie stark die sind. Die sind ja wohl bestimmt mehr. Und das, guck mal, das ist ja super ausgehändelt, ne? Das wackelt ja nicht mal, das Teil.
Also so schlimm ist das Teil eigentlich gar nicht. Hässlich ist es schon. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Roboter, ja. Mein Hinterreifen fehlt. Ich wollte gerade sagen, warum lenkt der so komisch? Ich will unbedingt neue Bauteile haben. Ich kann mein Fahrzeug nicht mehr sehen. Sind schon welche? Ja, oh. Ja, ja. Ich fahre nach vorne. Oh Mann, ich hab jetzt nicht mehr viel in meinem Auto dran. Ich hoffe, das wird nichts mit Killen hier. Oh Mann. Der Boss? Kommt ein Boss? Ja, es gibt immer so große Baufahrzeuge. Oh, die Kamikaze-Typen hier immer. Da ist er, der Iron Detector. Diktator, nicht Detektor. Wie ist das denn? Mhm. Oh, ich habe immer noch 3 gekillt. Ich mache zu wenig Schaden. Ich mache keinen einzigen Schaden die ganze Zeit. Ich schieße immer auf alles. Ich schieße die ganze Zeit auf alles, mache aber keinen einzigen Kill, ey. Ja. Voll schlecht, aber mega schlecht, die Runde. Da kann ich PvP spielen. 10 Kills. Wie viel hast du bekommen? Wie viele Punkte? 565. Das ist ja auch nichts. Witz. Ich habe 445 bekommen und ich habe noch nichts gemacht. Aber ich muss unbedingt mein Fahrzeug mal gerade... Sollen wir mal weiter PvE spielen oder... Sollen wir PvP? Ich würde eigentlich gerne... Ich bin eh gerade wieder getrennt worden. Wo? Kann ich was ändern? Ja, ich muss... Ich muss das wissen, sonst müsste ich dann die Kanone... Nee, können wir machen. Weil ich weiß nicht, ob dann das lass was... Lass mich noch schnell einen Testdrive machen. Der Steuerung hat so ist besser. Ich baue ganz kurz die Kanonen drauf. Ach so, ist gut. Das geht natürlich jetzt nicht mehr. Das ist gut so. Da muss ich mal ganz kurz was umbauen, schnell. Sonst geht das nicht. Du. Falsch rum. Ah, ne, war doch richtig so. Oh Gott. So rum. Mann! So. So. Und so. Jetzt habe ich es. Dein falsch rum. Mann! Wie dreht man das Ding richtig rum? So rum. Verdammte Hacke. Geht aber auch nicht. Das ist auch gay. Egal, ich mach's trotzdem so. Jetzt erstmal für den Kampf. Weil ich habe nämlich hier diese Sideboards, diese Sidewände. Die haben ja meine dicke Kanone geschützt, aber die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Die stehen natürlich jetzt dann im Weg, wenn ich mit der mit der kleinen Gun dann schieße. Dann kann ich mich nicht damit drehen mit der Kanone. So, warte mal, ich mal jetzt noch schnell an. Okay. Ich glaube, das kann man so lassen. Kann ich eigentlich noch eine Kanone draufsetzen? Noch so eine kleine wäre ja cool. Ich glaube, das geht aber nicht, oder? Nee, kann ich bauen. Nee. Mal gucken, ob ich das Radio oder diesen... Das Radio? Kann ich das jetzt trotzdem bauen? Oh, kann ich. Das ist fein. Wait. Was? Wait. Ich muss noch schnell wieder was umbauen. Ja, ja. So, jetzt könnte ich eigentlich spielen. Jetzt kann ich natürlich nicht nach hinten schießen, ist aber nicht so schlimm. Wir können loslegen. Also wir sind noch in einer Gruppe. Ne, nicht? Oh. Sind wir, okay. Ich bin nochmal gestiegen jetzt, nachdem ich ein bisschen umgebaut habe. Ehrlich? Heftig. Ja. Das. Und dann kann man mal loslegen. Ich weiß nicht. 2383. Muss ich mal gucken, was habe ich jetzt eigentlich? Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel Powerscore ich habe. Oh, ich noch bin weniger. Viel weniger. Ja, weil ich habe jetzt natürlich diese schlechten Bauteile drin.
Standardteile, diese ganz normalen Kanonen und sowas. Und ich habe jetzt halt das Radio rausgeholt, das große Radio raus und eine schlechte Kanone drauf. Mhm. Weil ich denke mal, das Radio brauche ich hier nicht. Ich brauche hier dicke Kanonen. Guck, ich habe jetzt vorne zwei Flügel. Ah ja, klar. Ich habe nochmal das Seitenteil drauf gemacht. Wenn ich den Flügel rausnehme, kriege ich 200 abgezogen. Ja. Mein Fahrzeug sieht ein ganzes Stückchen besser aus. Das kommt aber auch noch erst recht durch die... Reifen. Oh, die schießen schon drauf. Krass. Auf wen denn? Ach, wir müssen abschießen diesmal, okay. Nee. Aber schon. Es wird schon angegriffen. Ach so. Juhu, ich hab einen Kill gemacht. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen mehr. Oh, das ist so viel besser. Ich habe jetzt vorne und hinten lenkbar und in der Mitte normal. Und der ist genauso wendig, wie wenn alle lenkbar wären. Jetzt geht es natürlich ein ganzes Stückchen besser. Ah, du hast die blaue Kanone oben drauf gebaut, ne? Mhm. Ah, die ist cool. Ich würde die so gerne wieder haben. Oh, das ist ein fettes Teil da hinten drauf. Heftig, ne? Aber auch die ganzen Bauteile, die sie da überhaupt verbaut haben, ist schon heftig. Ja. Ich auch will. Warum müssen wir den protecten hier? Ja, wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Wo wissen die das denn immer? Weil hier das Ding steht. Das steht ja vorher schon da. Ja, aber die anderen Türme stehen ja auch schon da. Wer schießt denn hier? Ach, du bist das. Ich wollte jetzt sagen, wie schießt denn hier? Aua. Mach mal einen Reifenwechsel bei dir. Ja, ich würde es so gerne machen, ey. Ich würde es echt... Boah, ich guck mal, was... Das sind diese Standardreifen. Ja, jetzt kommen gleich 10 Stück. Gerade eben mit einer kleinen Kanone vorne drauf. Das war ja mal total dämlich. Ja. X ist voll dämlich. Nein. Alter, hör auf mich zu rammen. Juhu! Für PvE sind die Kanonen, die ich gerade habe, die sind besser als deine. Weil die schießen ja hier nur wie die Irren auf die Fahrzeuge. Und dann reicht es natürlich jetzt, dass ich mit dem... mit der kleinen Kanone, mit einer Kugel den kille. Und du musst mit deiner großen Kanone, die so starke Kugeln schießt, aber viel zu langsam, kriegst du viel zu wenig Kills. Deswegen ist ja die dicke Kanone, die ich eben hatte, total dämlich gewesen. Aber ja, aber hier geht es ja auch eher darum, Schaden zu machen. Und zu killen. Ich weiß gar nicht, ob man hier vielleicht irgendwie für Kills auch noch so ein bisschen Bonus bekommt. Also du hast jetzt gerade eben wenig bekommen für 10 Kills. Also war ja echt mal voll schlecht. Der andere kommt leider nicht mit. Doch, der hat sich nur schnell zerstört. Der kommt schon. Ich finde es so lustig, wie die fahren. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Das macht so voll Fates, das zu sehen. Auf mich zurück. Haben du Penner hier? Der Kettensägen sogar. Ja. Hast du gerade auf mich geschossen?
Nein. Nein, ich merke das nicht. Hat der Typ sich natürlich genau vor mich gestellt. Juhu. Wie die hier einmal angebrettet kommen und voll gegen den Turm fahren, bin ich voll lustig. Mhm. Oh. 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 Der hat gerade voll auf mich geschossen. Voll krass gepanzert das Teil. Ihr will nur auf mich schießen. Nur wieder auf mich zielt, der Penner. Yeah! War gut. Boah, voll viele Sachen bekommen, aber auch nur voll dünne Punkte. 540. Aber ich habe jetzt viel Schaden gemacht, weil ich habe nur 5 Kills jetzt gehabt, aber trotzdem fast die gleiche Anzahl an Punkten. Okay, ich habe 9 Kills gemacht, glaube ich, ne? 9 Kills, 605 Punkte bekommen, aber irgendwie First Blood, Multikill und so ein Quark. Aber 8 Kappa bekommen und 3 Coupons. Ich habe 7 und 3. Kann man noch mal ein bisschen... Ich weiß aber nicht, was da, wie die das rechnen. Ich habe irgendwie keine Ahnung, wie das gerechnet wird. Null. Ich glaube, es geht einfach nur. Du hast einfach keine Ahnung. Nein, 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 nein. PvP? Oder kein PvP? PvP? Weißt du was? Ich gehe mit PvP, mit den Kanonen. Ich glaube, ich habe da irgendwie ein bisschen besser Fates drauf. Muss ich überlegen, soll ich noch was umbauen? Ja, ich würde einfach. Wir gehen PvP. Und ich muss unbedingt Get the Wheels, ich muss reifen. Mann, ey, das geht mir so auf die Eier. Reifen. Oh. Da hat mir übrigens einer bei den Kommentaren bei Ark geschrieben, bei einem Let's Play Folge, wo wir den Bronto gekillt haben, hat er geschrieben: Mach den Bronto tot. La 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 la. Mach den Bronto tot. Ich fand das so lustig. Du musst das erstmal lesen, was er da schreibt. Weil erstmal die Melodien kopieren. Erstmal verstehen, aber es konnte nichts anderes sein. Was ist denn das hier? Sieht aus wie so ein holländischer Wohnwagen hier vorne. Kugelspitz. Yeah, mach die Penner platt. Ach so. Der hinter dir ist aber auch so ein Wohnwagen. Ja, ist so warm hier. Kicksaw X, den hatte ich vorhin schon als Gegner. Schieb den Wohnwagen an. So. Gegen die Wand geknallt. Schießt auch auf dich, deswegen. Hast du ihn gerade gerammt und killt? Nee. Schade. Nee, aber ich hab ihn gerammt. Aber ich war dabei. Dabei ist alles. Oh. Nehm auch die Basis ein. Guck mal, ich nicht. Aha. Wollte mit seinem scheiß Bohrer kommen. Warum hat der mir jetzt noch... Was? Wo kommen die denn alle her auf einmal, ey? Boah, der ist Level 25 hier, der Schicksal. Krass. Also ich hier mit dem... Boah, es kommt mal knapp zum Schluss. Mit dem Kugelspitz, sorry nochmal, dass ich dich gerade dreimal gerammt habe. Ich glaube, der hasst mich. Der hat mich jetzt gerade drei oder viermal gerammt und beschossen. Aber Reifen bekommen. Oh, ist sogar Steuerreifen. Kannst du mich am Arsch stecken mit deinem Scheißreifen? Die wollen wir nicht. Ich will auch was. Ich habe nur so einen Avier-Booster bekommen, den ich nachher wieder verschrotten werde. Aus dem Fenster. Oh, ich hasse die Map. Jigsaw. Ship Graveyard. Das ist aber Grave. Das ist aber Grave. Ist da. The Grave.
Graveyard. Graveyard. Da hast du die Map, die ist doch scheiße. Wer deinen Namen trägt, muss ja nicht gut sein. Ja, ja, ist voll die scheiß Kopie. Oh, Lutscher, ey. Wird eigentlich den Kugelspitz hinterherfahren, so ein bisschen ärgern. Der war gerade so richtig aggressiv und deswegen hat er auch so gespielt. Man muss die Leute ein bisschen antreiben. Man muss sie zu ihrem Glück bringen. Mach die Gegner tot. Mach die Gegner tot. Wo bist du? Wo seid ihr? Habt mich allein gelassen. Ach, da bist du. Und wir fahren mal da hinten rum. Da kommt der Kugel. Was heißt denn der? Kugelspitz. Kugelspitz. Da schießt er wieder auf mich. Mein bester Freund. Ich finde dich gut. Ich bin ein guter Spieler. Ich werde voll zerschossen. Ich versuche dir zu retten. Warum sind da auch so viele jetzt an dem Spawn gewesen? 4 Stück? 5 Stück? Das ganze Team war ja dort. Irgendjemand ist hinter mir her. Ich weiß auch nicht, was der will. Oh Gott, die haben irgendwie nur gewartet, dass wir da kommen. Waren echt 5 Stück. Das ist ein Audi 666. Ziemlich hässlicher Audi. Sieht auch komisch aus, dieser Audi 666, ne? Sieht eigenartig aus. Aber eigenartig, ja, aber trotzdem hat was, ne? Nee. Ich weiß nicht, was hat irgendwas. Das Hinterteil finde ich ganz okay. Aber der ist ja überhaupt nicht geschützt von der Seite. Nee, der hat null Panzerung. Das ist jetzt der kommt der mit der Kreissäge. Ja, das ist der, der mit dem mich gekillt hat. Glaube ich, irgendeiner hat mich gerade die ganze Zeit verfolgt. Boah, das ich will nicht nehmen, ey. Das nennt man Auto-Gangbang. Der wird gleich schießen, ne? Er hält aber lange durch. Wie ist das bei mir? Das muss ich. Ja, was für epische Moment. Ich habe 0 Punkte dafür bekommen. Ne, Leute. 160, genau. Dabei ist alles. Dabei ist alles. Und dabei habe ich eigentlich so super viel geschossen. Ich verstehe gar nicht, warum ich 0 Punkte dafür bekommen habe. Loser! Loser! I'm a loser, baby! Und das hat es auch geschrieben. That was my. Was a gangbang and half. And a half? Wieso denn and a half? A half. Rückt Tü! Anderthalb Gangbangs. Ich muss jetzt nehmen. Ich muss meinem Kugel hinterher fahren. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Der da hinten. Ich fahr den mal hinterher. Wir sind beste Freunde. Ja, der kommt zu mir und rammt mich direkt. Das ist echt. Ich will hoffen, dass er auch Let's Player ist und wir sind beste Freunde. Ich verfolge ihn jetzt die ganze Zeit. Nur einen Schaden, das ist ja voll gay hier. Ich fahr mal hinter dir her. Du warst gerade irgendwo, bist du links gefahren oder rechts gefahren? Links. Oh, hier sind 3 Stück. Hilfe. Ich bleib dann doch weg. Fahr rückwärts. Yeah. Drei, vier, wie viel sind das? Hau ab. Wenn ich schon
Wenn ich schon verliere, dann schieße ich mir wenigstens die Reifen ab. Och Mann, ey, das sind viel zu starke Gegner. Der ist Level 25 gewesen. Einen habe ich noch mitgenommen, tot. Sauber. Ja, noch lebe ich auch. Hier sind wir, das 25er. Das ist der 25er, der hat mich gekillt. Och Mann. Ja, das ist nicht doof. 16. Also nicht, dass 25er mitspielen können, aber dass die halt dann gleich so starke Waffen mitnehmen können. Und einfach nur den Powerscore niedrig halten müssen. Naja, wie du schon gesagt hast, ne? Wie bei Robocraft, ne? Ein Block und dann die Dicke. Ich finde, sollte es sie so machen, dass, was weiß ich, dass du halt noch vielleicht ein oder zwei Stufen höher von der Waffe gehen kannst. Ja, eine Stufe höher. Wie es in dem Powerscore üblich ist oder so. Wenn sie alle mit Light Machine Guns fahren und hier kommt einer mit so einem fetten Artilleriegeschütz, der halt in keinem Verhältnis mehr. Der T10, ne, T101 SS, der hat ein coole Bauteile hinten dran, ich weiß nicht, was ist denn das? Ja, aber also, eine scheiß Bewaffnung. Eine scheiß Bewaffnung, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade richtig scheiße Punkte gerade wieder bekommen, 150. Ich habe 1080 bekommen, trotz verloren. 1080? Ja. Wie kommst du denn auf 1080? Ich habe zwei gekillt und voll viel Schaden gemacht. Okay. Ich bin halt voll krass. Ich habe doch dreimal gehupt hier im Spiel, warum kriege ich keine Punkte? Dreimal gehupt? Ich bin hinter dem Kugelspitz hinterhergefahren und habe gehupt. Aber er hat zurückgehupt. Ich finde das... Da hupt er wieder. Das passt so, die Platten hinten dran, so weg hier, Penner. Ich werde zuerst sterben. Nein, ich werde. So, der Audi kriegt hier gleich mal einen Abfängen, ne? Sauber. Ist der überhaupt noch dabei? Ne, ist gar nicht mehr dabei. Ah, guck mal hier, ein Ballerbude. Der Level 25er ist wieder da. Oh, jetzt kommen alle hier runter, oder was? Schießt ihm die Reifen ab, schießt ihm die Reifen ab. La 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 la. Guck, der hat keine Reifen mehr. Penner, mach ich jetzt platt. Oder wenigstens jemand anders. Den krieg ich nicht tot hier, Mann, ey. Stirb doch endlich. Warum stirbt er nicht, Mann? Jetzt kill ich mich hier. Ah, ich hab einen gekillt wenigstens. Ah, der scheiß Penner mit seinem Fickbohrer immer. Die sind viel zu stark, ey. Die sind viel zu stark, aber wirklich, wir müssen, glaube ich, ganz kurz mal aus diesem Team raus. Aber ja. Sonst, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir rausgehen. Oh, das ist ein cooles Fahrzeug, der Frank. Gefällt mir halt so ein bisschen so. Wie ein alter Traktor. Ja. Aber die Klauspuppe oben drauf und dann vorne, die das ist schon cool gemacht. Ah, der hat vorne noch so einen Motor verbaut. Siehst du das? Und den hat er geschützt mit diesem Bau. Ja, was sind so Klappen, ne? Eisenklappen. Ja. Und der hat irgendwie schlechte Lenkung, merkst du das? Der slidet viel zu stark. Hat auch ein Bot. Gut, der schießt nicht. Was macht der? Schießt lieber nach hinten, anstatt die Gegner vorne abzuschießen. Alter Banane. Das macht keinen Sinn mit so einem Team. Nö. Ich gehe aber jetzt in die Garage. Garage. Oh, mein Heckrad ist auch kaputt. Schade. Also ich habe wieder keinen Reifen bekommen. Ich habe jetzt insgesamt, übrigens für die Leute, ich habe gerade eben mal so ein paar Ründchen alleine gespielt. Da habe ich dieses epische Horn bekommen. Ist einfach nur so ein Gimmick. Kann man vorne dran setzen oder hinten irgendwo. Hat man so ein Hörnchen vorne. So ein, keine Ahnung, so ein Stierhorn. Hörner.
Muss ich aber nicht unbedingt haben. Werde ich den, denke ich, mal verkaufen. Wir wollen ja Geld. Wir wollen ja die besten Bauteile der Welt haben. Wir haben aber nicht viel Neues bekommen. Wir sind bald aber Level 10 übrigens. Ich muss, glaube ich... Weißt du was? Ich starte nochmal direkt ein neues Spiel. Bist du dabei oder... Ja, ja, muss ich nur ändern. Ach, wieder raus. Irgendwie hat das Programm so nicht so... Hat das nicht so mit uns, ne? Sind wir schon drin? Sind drin. Battle direkt neu. Wir wollen jetzt hoffen, dass wir jetzt nicht wieder zu den Pfosten kommen, ne? Die waren echt stark. Juhu! Und? Andere. Ne, das sind die gleichen. Wir sind nur bei uns auf der Seite diesmal. Weil dieser nee, T101SS, der ist doch eben bei uns im Team gewesen. Ja, aber die anderen nicht. Das sind alles andere Bots. Das sind alles Bots nur. Guck mal. Claudia, Alec. Dann komm her, gewinnen. Juhu. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Grafik gerade ein bisschen runtergestellt ist. Aber ich habe gerade eben nochmal nachkontrolliert. Ist alles auf High gestellt. Komplett hoch. Ich verstehe nicht. Irgendwie sieht das ein bisschen matschig aus. Ah, Florence fährt erstmal da rein. Oh, ich bin wirklich tot, ey. Gegen die fucking Bots oder was? Die treffen ja auch immer, ne? Das ist krass. Mann, geht doch kaputt hier. Was ist denn das hier? Das gibt's nicht! Der Brian, der liegt auf dem Kopf, hat keine Reife mehr, hat aber nur noch eine Kanone. Ich schieße ihn die ganze Zeit von unten und mache nur ein paar Popelschaden. Dann habe ich gedacht, ich fahre mal ganz kurz um den herum, um den oben auf das Brett zu schießen, um das auf die als Armatur, Dingsbums, killt er mich. Der nichts machen konnte, der keine Chance gegen mich hatte, killt mich. Oh Mann, ey. Aber ich habe gerade keinen gekillt. Die Bots, die ich gerade hatte, die haben... Mit ihren Machine Guns direkt auf meine Kabine geschossen. Ich war sofort am Brennen. Mann, ey. Ja, die treffen halt auch immer extrem gut. Es wird nichts, ey. Es wird einfach hier nichts. Ich wollte jetzt eigentlich noch Level 10 werden, jetzt noch in dieser Runde. Mann, ey. Da liegt da hinten. Siehst du, der liegt auf dem Kopf. Du kannst auf dem schießen. Nee, ich muss erstmal den hier platt machen. Oh, oh. Das ist ein Computer, kein Computer, das ist ein Spieler. Ja. Ja, mach'n platt. Yes. Grave rockt hier gerade die. Hinter dir ist einer, ne? Ja. Das ist ein Computer. Das ist nur noch Computer. Gott, der hat die dicke Kanone drauf. Hier fällt die so ins Wasser, hab ich das Gefühl. Oh oh. Ja, die muss nicht drehen. Lass nicht drehen. Ja, deine Kanone ist schon heftig, ey. Mach einen Platz, mach die Punkte. Eine Runde. Ah. Ja, das ist ja dieser Van. Der ist ganz gut gepanzert. Jetzt ist er deiner. Yeah. Kill Assist. Fick dich, ey. Und auch noch verloren jetzt, oder was? Arschlochspiel. 1690 Punkte aber bekommen. Oh Mann. Also Leute, es wird heute nichts mehr mit Level 10, aber doch, nein. Komm, heute wird es eine Überrunde, Überlänge. Überlänge, ein Runden-Time, Zeit, Dingsbums und so. Also nochmal direkt in den nächsten Fight. Get the Wheels sind wir noch drin, ne? Oder? Muss ich nochmal auf Battle drücken? Nee, passt. Weil bei mir steht noch Battle. Keine Bewegung! Okay! Boah, ich bin ja so schlecht gepanzert. Also das Fahrzeug ist ja immer voll. Also irgendwie muss ich mal ein bisschen umbauen. Wie weit bist du jetzt noch entfernt von deinem... Noch so ein... Also laut oben des Bildes noch ganz wenig und laut dem Punktzahl... Wenn du drauf gehst. 1000 Pünktchen ungefähr noch.
Nicht mal 1000 Punkte. Mir sind es noch 3500. Wow. Mhm. Wenn, klar, wenn du so große Schritte machst mit den ganzen Punkten, die du in letzter Zeit bekommst, dann... Ja, weil ich einfach gut bin. Weil du einfach gut bist. Weil du ein Mädchen bist. Komm doch mal rüber, Mann, dann setz dich zu dir hin. Zu mir hin. Nee, ich setz mich zu dir hin. Also ich will unbedingt das Fahrzeug irgendwie loswerden. Das ist hässlich, das Fahrzeug. Ach, jetzt geht's eigentlich los oder nicht? Ich bin wieder waiting, wait, wait. Okay, ich denke mal, Leute, das wird doch wieder zu lange. Also, nächste Runde wird es ganz, ganz sicher Level 10 und ich werde mein Fahrzeug jetzt umbauen. Ganz sicher werde ich es umbauen und das mache ich aber nächstes Mal mit euch zusammen in der Runde, wo ich das Fahrzeug so ein bisschen umbaue und dann werden wir dann auch Level 10 werden. Also bis dann, Leute, Daumchen hoch und abonnieren, wenn ihr Lust habt. Ansonsten, hasta la vista!